In diesem Video möchte ich darüber sprechen, dass die Welt sich bewegt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt deines Sehens, dass du Bewegung wahrnimmst. Probier einmal, dass du deine Hand vor dein Gesicht nimmst und dann leicht sie hin und her bewegst. Beobachte irgendeine deiner Handlinien. Verfolgst also die Hand und was kannst du im Hintergrund wahrnehmen? Bei mir bewegt sich das Fenster hin und her, der Schrank scheint förmlich hin und her zu gleiten. Genau, das ist wirklich das Geheimnis, dass du in jedem, in allem, was du dir anschaust, auch die Bewegung wahrnimmst, die die Dinge im Hintergrund oder im Vordergrund machen, die du im Moment nicht genau anschaust. Wenn du das Video jetzt einfach so gefunden hast und mich noch überhaupt nicht kennst, ich bin Sylvia Gehmann, ich bin ganzheitliche Sehtrainerin und ich helfe Menschen, die ihre Brille nervt und die mit ihrem Sehen einfach nicht zufrieden sind und die nach Alternativen suchen, entspannter und besser zu sehen. Als Methoden verwende ich dabei klassisches Augentraining nach Bates, Sehtraining, was auch natürlich mehr umfasst als Augentraining, als rein den Augapfel zu bewegen und die Muskeln wieder geschmeidig zu bekommen. Und ich verwende auch Atemtechniken, Entspannungstechniken und in Einzelcoachings arbeite ich auch mit Matrix in Form. Das ist eine Art der Quantenheilung. Damit können wir Blockaden lösen, die dich eventuell abhalten, entspannt zu sehen. Das ist nämlich ein großer Aspekt. Sehen ist mental, zum größten Teil. Sehen ist mehr Software als Hardware. Ich hoffe, mit diesem kleinen Sehimpuls heute, die Welt bewegt sich, habe ich sie so ein bisschen neugierig gemacht, auf die Experimentierreise zu gehen, zu schauen, was siehst du so und was bewegt sich und aus dem Starren rauszukommen. Wenn du Lust hast, da noch mehr zu erfahren, dann kannst du jederzeit in meinen Seeadler-Club kommen, in meinen Club für entspanntes Sehen. Wir sind eine super schöne Gruppe und motivieren dich, jede Woche einen kleinen Schritt zu machen. Und das ist möglich, in ganz kleinen Schritten. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Schönes Wochenende und bis bald.